Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment. Herzlich willkommen, hier ist Radio Soul. Gerhard Pellegrini am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind und unserer Welle lauschen. Meine Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, heute wieder ein besonderes Programm bieten zu können. Denn wir haben, die Technik macht es möglich, hier einen Zoom-Meeting-Raum geöffnet und über diesen Zoom-Meeting-Raum sind hier wunderbare Menschen mit Botschaft, so auch der Titel dieser Sendung. Und ich darf gleich das Wort an Christiane Trautwein-Licke geben, denn sie organisiert gerade einen wunderbaren Kongress. Und ja, Christiane, herzlich willkommen und schön, dass du hier diese Menschen versammelt hast und wir jetzt über Radio Soul hier eine Botschaft hinausbringen dürfen. Hallo, hallo, alle ihr. Wir senden hier unsere Herzimpulse zu euch und danke dir, Gerhard und Radio Soul, dass wir mit unserer Botschaft Menschen erreichen können, Menschen berühren können. Es geht um die Schlüssel der Zukunft und was könnte ein Schlüssel sein? Wir alle wollen ein Lieblingsleben und schaffen wir es, die Dinge zu tun, die wir lieben, kann die Erde, kann es uns einfach alle nur wirklich, wirklich gut gehen. Also ich mache gerade das, was ich liebe, Christiane. Gute das Musik ist so und spürbar. Nette Gäste. Mich grüßen. Ja, und so haben wir uns hier versammelt, um Gerhard Pellegrini herum, hier bei Radio Soul. Viele Sprecher von dem Kongress, wir sind 35 Menschen, Sprecher, die hier einen Schlüssel, einen wirklichen Gamechanger, wenn wir jetzt mal den englischen Begriff, der gerade so unterwegs ist, mal nutzen, um wirklich in ein Leben zu gehen, was ich liebe, auch wenn eine Herausforderung dabei ist. Aber wenn ich das tue, was ich liebe, schaffe ich es, das eben zu meistern. Und darum geht es. Und darum lade ich jetzt alle, die jetzt hier heute Morgen dabei sind, mal, dass wir einfach mal hier alle zusammen. Juhu! Hallo! Die Stimmen vom zweiten Neue Wege-Kongress, Schlüssel der Zukunft, das, was wirklich zählt. Genau, man muss dazu sagen, der Neue Wege-Kongress läuft jetzt seit 12. Juni und heute ist sozusagen die Gala, hast du gesagt, du holst dir ein paar der Sprecher hier zusammen vor das Mikrofon und wir wollen auch natürlich noch neugierig machen, dass alle jetzt noch einmal auf die Webseite gehen, vielleicht willst du die Webseite durchsagen, der Neue Wege-Kongress, der läuft noch. Genau, der geht jetzt bis zum 19., weil es ist am 12. gestartet. Und jeden Tag immer für 24 Stunden, wenn man einfach mal kostenfrei hier reinschnuppern möchte, reinfühlen möchte, kann man also sich einfach anmelden auf www.neuewegekongress.online. Mhm. Ist dann wirklich für 24 Stunden, kann man sich die Tagesinterviews anschauen und möchte ich ein bisschen mehr, dass ich sage, wow, das berührt mich so, das gibt mir was, ja, dann kann man sich einfach das Diamant Ticket holen und bis heute um Mitternacht noch für einen Willkommensgeschenk-Gutschein mit nur 63 Euro. Das gleich mal so komplett gesagt und dann geht die Reise los und jeder hat dann auch die Zeit, hier 6 Monate so nach und nach das alles aufzunehmen, zu verdauen, etwas daraus zu machen. Und das ist das, wofür der Neue Wege-Kongress aufruft, dass wir jetzt wirklich das tun, was wir lieben, weil damit verändern wir wirklich die Welt, die wir uns wirklich schon immer vorgestellt haben oder gewünscht haben. Und ich werde das jetzt musikalisch untermalen. Und zwar soll das, diese Musik soll das so richtig, diese heroische Stimmung verbreiten, meine Damen und Herren. Liebe Hörer, hören sich das an. Und nachher werden wir vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommen. Ja, was ist denn so dein Schlüssel für diese neue Zeit, um dein Leben so richtig zu leben, dass du dir vorstellst und liebst? Thank you.
Wide Open, ich kann schon spüren, so eine schöne Musik. Das war so die richtige Einstimmung für deinen Kongress, Christiane. Der neue Wegekongress, Schlüssel der Zukunft, läuft aktuell und wir haben hier ein paar Sprecher mit dabei. Christiane, wen wollen wir denn mal vorstellen? Darum ist es unser Kongress. Ja, wir sind wirklich 35 Menschen, die hier ihre Lebensweisheiten mit reingegeben haben, Menschen zu erreichen. Ja, und so können wir uns kurz vorstellen. Liebe Martha, ein Hallo in unsere große Runde hier. Hallo, sehr schön, hier zu sein. Ja, die Martha, die ist, du bist aus Basel, ist das richtig? Ja. Genau, und du bist auch Sprecherin beim Neue Wege Kongress. Was ist so dein Thema gewesen oder was ist dein Thema? Mein Thema in dem Kongress war, wie kommen Sie Frauen in ihren Kraft? Also was ist die Schlüssel für Frauen, sich zu sein? Und das Göttliche in sich zu akzeptieren können und das Leben können, das Lieben und Leben. Denn wir sind ja alle, kommen wir von dieser Quelle, was wir denn göttlich nennen, dieser Ursprung. Und da in den Ursprung haben wir auch in uns, wir haben alle diese Qualitäten in uns. Wir müssen nicht nach Liebe suchen, wir müssen nicht nach Frieden suchen, wir müssen nicht nach Freude suchen. Wir haben das alles, aber wir haben das verlernt irgendwie. Weil wir sind so viel nach außen gegangen. Wenn man nach innen geht, dann fängt man an, das langsam zu spüren. Und dann aus der Quelle quillt dann diese unsere natürlichen Gaben, die fangen an, sich bemerkbar zu machen. Und eines nicht vergessen, das Leben ist immer jetzt, hier und jetzt im Moment. Ich lebe jetzt im Moment, ich weiß nicht, was geschieht. Morgen, mit meinem Leben, ob ich noch da bin oder nicht. Also heute 100% in der Gegenwart, jetzt hier. Das tun, was mir Freude macht, was die anderen Freude macht. Gleichzeitig mir und den anderen. Yay! Wonderful. Ja, und dein Musikwunsch heißt auch Time in a Bottle. Ja. Das spielen wir jetzt, oder? Ja, gerne. Let's go! If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time.
Das wäre die Soul. Das war jetzt die Wunschplatte für die Martha. Wunderschön ausgesucht, Martha. Christiane, wen wollen wir noch vorstellen vom Neuwege-Kongress? Welche Schlüssel gibt es noch? Also hier im Studio sind jetzt gerade, ich nenne euch jetzt einfach mal, hallo, Armin Kittel aus München. Ein Hallo. Hallo und vielen Dank, dass ich dabei bin. Dann ist Michael Stocker aus Andalusien mit dabei. Hallo. Ich grüße euch aus der Hitze von Spanien. Okay. Helmut Matzler aus Österreich. Hallo. Hallo. Ursula von der Insel Ibiza ist mit dabei. Hallo. Ja, hallo. Ganz viele sonnige Grüße aus Ibiza. Martha Omeladevi aus Basel hat schon. Hallo, aus Basel. Uta Hemrich aus Mitteldeutschland. Hi, schöne Grüße vom Westerwald. Und Beatrice von Moreau aus Norddeutschland. Ja, hallo, herzliche Grüße von der Ostsee. Ist das nicht faszinierend, aus allen Ecken der Welt hier zusammen vereint in einem Gespräch? Wunderschön, Christiane. Und alle anderen sind auch verteilt aus auf der ganzen Erde verteilt. Manche sind einfach Weltenbummler, sind unterwegs, da weiß man nie genau, wo sie gerade sind. Und so haben wir uns hier versammelt. Ja, und ein Schlüssel, liebe Ursula, welchen Schlüssel hast du? Denn du hast ja auch einen Musikwunsch, den wir vielleicht haben wir vorbereitet, ja. Ja. Ja, ich freue mich so sehr, dass ich dabei sein darf, denn ja, meine Leidenschaft ist es wirklich, mit einem ganz besonderen Schlüssel das eigene Lieblingsleben zu gestalten. Es gibt ja so viele Schlüssel und ganz häufig suchen wir im Außen nach dem, was uns glücklich macht, was uns wohltun soll, und übersehen ganz häufig das, was wir als Gaben sowieso direkt vor der Nase haben, was zu uns gehört und was wir auch täglich nutzen, aber irgendwie gar nicht so bewusst. Und das ist zum Beispiel unsere Stimme. Unsere Stimme, mit der wir uns ausdrücken. Unser persönlicher Ausdruck. Unsere Stimme, die wird ganz häufig nur einfach als Mittel zum Zweck genutzt. Und vielen ist gar nicht bewusst, wie viel Heilung wir über unsere Stimme in die Welt bringen und auch heilsam sein können für uns selbst. Stimme ist Stimmung, die immer sofort reagiert, je nachdem, in welcher Befindlichkeit wir gerade sind, je nachdem, was im Außen gerade mit uns los ist. Und wir sind, wenn wir uns dessen bewusst sind, unserer Stimme bewusst sind, in der Lage, für uns selbst heilsam, uns selber ein Stück weit zu heilen. Stimme ist Schwingung, Frequenz. Und je nachdem, in welcher Frequenz wir schwingen und mit welcher Stimme wir sprechen, können wir uns selbst so richtig gut tun. Und das ist etwas, worüber ich hier im Kongress auch gesprochen habe und wo jeder für sich selber erkennen kann, oh, wow, also ich hab das selber immer bei mir. Ich kann da immer für mich selber ganz wohltuend gewisse Situationen gestalten, wo ich vielleicht merke, ich bin gerade emotional, ja, im Chaos oder sehr bewegt. Und was macht das, wenn ich dann meiner Stimme ganz bewusst lausche und vielleicht in einer anderen Frequenz spreche? Und das bedeutet natürlich, sich seiner eigenen Stimme erstmal bewusst zu sein. Spreche ich in der eigenen Stimmlage? Nicht jeder spricht in seiner authentischen Stimmlage. Und wer da achtsam mit sich umgeht, kann ja in seinem Leben nochmal so eine ganz neue Qualität erfahren, allein durch die Bewusstheit der eigenen Stimme. Danke. Wunderbar. Hey, du hast mir aus dem Herzen gesprochen, Ursula, wunderschön. Und auch du hast einen Song jetzt. Hier kommt er schon, Lionel Richie, für dich speziell. Say You, See Me, aus dem Jahre 1985. Say you, say me.
That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Ja, auch einer meiner Lieblingssänger aus den 80ern, Lionel Richie. Say You, Say Me, das war jetzt die Wunschplatte. Ja, für die Ursula Witthöft, wunderschön ausgesucht. Wir machen im Sauseschritt weiter, Christiane. In Sauseschritten, ganz ja. Genau. Liebe Beatrice, was ist dein Schlüssel in Sauseschritten? Ja, mein Schlüssel fürs Leben war immer schon die Kreativität. Die Kreativität, die aus dem Chaos schöpft. Chaos ist ja etwas, wovor wir alle so ein bisschen oder viele Angst haben, weil es ja scheinbar irgendwie ungeordnet ist. Aber das Chaos sorgt dafür, dass wir uns in uns verankern dürfen und aus dem Herzen heraus das machen, wo wir fließen, wo wir ins Fließen kommen, weil wir uns nicht mehr vom Kopf her orientieren können, das ist so, das ist so, das ist so, sondern nur noch vom Herzen spüren, ah, das ist mein Weg, da fließe ich mit, da fließe ich leicht. Und insofern ist die Kunst auch für mich ein Schlüssel, weil die Kunst mich das Fühlen gelehrt hat. Und das Fühlen heißt auch, mich mit meinem eigenen Herzen zu verankern. Und wenn ich mit meinem eigenen Herzen verankert bin, auch im Hier und Jetzt zu verankern, wie Martha das auch schon gesagt hat, also das Fühlen und das sich ganz fühlen. Und deswegen ist die Musik, wie Gerhard das eingangs auch schon gesagt hat, so ein wichtiger Schlüssel, weil die Musik bringt mich immer zum Tanzen. Und das Tanzen ist für mich auch ein großer Schlüssel, um im Hier und Jetzt zu sein, um komplett präsent in meinem Körper zu sein, und hat auch eine enorme Ausdruckskraft meiner selbst. Und das ist, was Kreativität allgemein in meinem Leben macht, also einen Ausdruck zu schaffen. Und was ich Menschen anbieten kann, ist, dass ich Botschaften empfange, um ihren Ausdruck in die Welt zu bringen oder um ihren Ausdruck in Worte zu bringen. Das ist eine Gabe, die ich mitbekommen habe oder die sich auch in den letzten Jahren noch stärker entwickelt hat und für die ich sehr dankbar bin. Es ist eine große Gnade, sowas machen zu dürfen. Und in Sauseschritten, vielen, vielen Dank, Beatrice. Helmut, will ich gleich noch, weil gerade Sauseschritte passt es so gut. Nochmal Helmut Matzner gerade, denn du machst ja im Moment wirklich in Sauseschritten eine riesige Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Wie geht das? Wenn ich jetzt dein Alter gleich noch verrate, mit Anfang 70. 71. 71, ja. Ja, schau, genau am 18. Juni, in zwei Tagen, haben wir vor 23 Jahren begonnen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben unglaubliche Probleme gehabt, schulmedizinisch ausgedrückt, Herzinfarkt, Asthma, Krebs im Endstadium. Und da haben wir dann eben begonnen, uns selbst auf die Füße zu stellen, ja, und haben einen Schlüssel gesucht vor 23 Jahren für die Zukunft, für unsere Zukunft. Und wir haben dann eben den Schlüssel gefunden, indem wir einfach die Zellen, die Körperzellen, die 100 Billionen so behandelt haben, wie sie behandelt werden wollen. Ja. Und dann ist es tatsächlich geglückt, nach 3-4 Jahren, dass die Zelle wieder so funktionstüchtig war, dass sie heute sehr gut weitergelebt hat. Und auch meine Zellen heute nach 23 Jahren wieder so leistungsfähig sind, dass sie wieder im Spitzensport tätig sein können. Aber was war der Schlüssel in Wirklichkeit? Ja?
Meine liebe Frau hat mich dann gefragt, gesagt, wie sind wir wieder aus der Situation rausgekommen? Und ich habe klar und deutlich gesagt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich eben intensivste Forschung betrieben. Und dann habe ich tatsächlich den Schlüssel gefunden in unseren Zellen. Wir haben in unseren Zellen neben diesen 3,27 Milliarden Basenpaaren, die wir Desoxyribonuklein-DNA nennen, haben wir noch diese 30 Millionen Histone. Und auf diesen 30 Millionen Histonen jeder Zelle, ja, haben wir alle Datensätze drauf, vom Urbeginn bis heute. Die meisten sagen immer das Innere oder das innerste Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein. Nein, wir haben es in jeder Zelle drin. Und dann haben wir durch intensives Bemühen, das sich dann als 9-Punkte-Programm ergeben hat, ja, mit Hilfe ätherischer Öle, mit Hilfe allen drüben dran, ja, die auch in der Zelle selbst produziert werden, haben wir es geschafft, den Weg dorthin freizuschaufeln. Uns durchzuarbeiten durch diese Blödartigkeiten, die wir in der Kindheit, in der Jugend, in der Schule, Universität gelernt haben und aus Aminosäurenketten, weil die Zelle kann nur Aminosäurenketten produzieren, eben dann aufgenommen haben. Und durch diese Sumpf haben wir uns durchgearbeitet und der Schlüssel jetzt für die neue Zeit oder für unsere neue Zeit liegt jetzt eben darin, diesen Seelenkörper, den wir da gefunden haben drinnen, in jeder Zelle. Und jede Zelle hat ihn, ja, seit 13,8 Milliarden Jahren, seit der Singularitätsgeschehnis, dem Singularitätsgeschehnis, wo eben unsere Seelenfreunde uns eben wieder mit Licht ausgestattet haben, das wir als Urknall bezeichnen. Und das ist genau das, was der neue Weg ausmacht, und zwar absolut exakt wissenschaftlich, mit Hilfe von quantenphysikalischen Erkenntnissen, die wir heute zur Anwendung bringen können. Und ja, und was habe ich gemacht? Ja, jetzt lebe ich halt in zwei Körpern, in dem fremden materiellen, ja, und in den eigenen Seelenkörper. Und die beiden matchen sich jetzt und die dann sich jetzt gegenseitig mehr oder weniger konkurrieren. Also wer wächst schneller und wer wird besser funktionstüchtig? Ja, und so haben sie jetzt wieder zum Springen angefangen, ja, und hupfen herum im Wald und so weiter und so weiter. Lieben das Leben bis zum geht nicht mehr, aber auf beiden Seiten. Ja. Das heißt, nicht nur auf der materiellen, sondern auf der seelischen. Und wir als unendlich ewiger Geist, wir sind ja alle unendlich ewiger Geist, sind absolute Nutznießer von der Kommunikation der Zelle, die wir von ihr empfangen als Gefühl, beziehungsweise die wir ihr geben in Form von Emotion, die wir dann eben ausstrahlen, so wie halt der liebe Gerhard eben seine wunderbaren Worte und du auch deine wunderbaren Worte in den Äther hinausstrahlen, so wie es ganz am Anfang gesagt worden ist. Danke, 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 Helmut. Und ich darf noch kurz ergänzen, am Montag, genau an diesem, ich nenne es jetzt mal ein bisschen wie ein Geburtstag, ja, nochmal, wo ihr wirklich für euch selber Geburtshelfer wart, wird am 18.06. um 18 Uhr hier beim Neuliebe-Kongress dein Vortrag sein, wo du nochmal uns alle mitnimmst auf diese Reise. Am 18 Uhr werde ich noch neue Erkenntnisse bekannt geben, die sich in den letzten Tagen noch abgespielt haben, die absolut neu sind, ja, auch für mich natürlich täglich neu sind, weil der Seelenkörper wächst ganz langsam in Anführungszeichen und ist natürlich dann ausgestattet mit unglaublichen Bewusstseinssprüngen und Erkenntnissen und Erfahrungen, die wir in unserem atomaren Molekularleben hier auf dieser Welt gar nicht haben können. Also alle sind willkommen, vielen Dank. Wunderbar. gleich noch einmal die Webseite, Neue Wege, Kongress. Okay. Zusammen alles .online, genau. Und Helmut hat sich auch ein Lied gewünscht, The Green, We Are The Champions. Genau, das spielen wir jetzt. Nachher geht es gleich weiter hier in unserer Talk and Music Show auf Radio Soul. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We wunderbar,
auch wunderbar eingespielt. Die Zellen sind die Champions. Genau. Ja. Christiane, wir haben noch ein paar. Ja, genau. Lager. Einen habe ich noch. Geht das? Dann gebe ich einfach mal kurz das Wort im Sauseschritt, so wie du es so schön gesagt hast, zu Armin. Armin aus München, hallo. Ja, hallo. Hallo zusammen, liebe Zuschauer, Zuhörer. Okay, freue mich, dass ich dabei bin. Du hast ja das geniale Denken entwickelt, so ganz präzise zu denken und darüber dir auch selber ein Leben erschaffen, wie du es gerne magst, ja, auch durch Selbsterforschung und ja, danke dir. Sehr gerne. Na, bei mir waren es vor allem Grenzerfahrungen in meinem Leben, Wunder, ja, und Träume, ja, wie das alles zusammenhängt. So wollte ich das, ich habe dann herausgefunden, dass es einfach wesentlich mehr gibt, ja. Und ich habe immer alles zweimal im Leben bekommen, deswegen bin ich ein rationaler, sensitiver, ne? Ich habe eine Fernsehshow vorausgeträumt, was drankommt, habe abgeräumt, ähnlich wie bei Slumdog Millionär, ne? Oder habe dann das Bewusstsein erforscht, ähnlich wie in den Filmen Inception zum Beispiel oder in wie hieß er, mit der Julia Roberts, wo man tief in die Bewusstseinszustände reingeht. Ja, und das war mein Leben und das ist mein Leben und das ist die Unique Power, das ist die göttliche Kraft, haben wir ja von der Martha schon gehört auch, oder auch der Helmut jetzt gerade, ja, dass es einfach wesentlich mehr gibt. Und ich habe immer auf die Suche gemacht, aber ich musste gar nicht suchen, sondern bei mir kamen immer dann die Grenzerfahrungen. Ja, und ich habe es eben alles erfahren und man kann es gar nicht glauben, was alles möglich ist. Ne? Und deswegen wollte ich dann ein System entwickeln, sodass das jeder Mensch entdecken kann, seine göttliche Kraft. Das ist die Unique Power, die einzigartige Kraft, die in jedem steckt. Das ist die bewusste und die unbewusste Kraft. Ne? Und Carl Gustav Jung hatte früher mal schon die Theorie gemacht als Psychologe, ja, was alles möglich ist. Und ich habe eben dann insgesamt 21 Techniken entwickelt, um komplett das Unterbewusstsein mit dem Verstand auch nutzbar zu machen. Deswegen Genialität, also geniales Denken. Na, weil es eben der Schlüssel ist, weil es nützt nicht nur, wenn man empfangen kann, sondern man muss auch umsetzen. Und wir leben hier in unserem Körper, aber die geistige Welt ist ja viel, 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 viel größer. Na, und unser Körper ist einfach dazu da, dass wir erfahren. Na, also so ist meine Welt. Wir erfahren in einem Körper, was alles möglich ist, aber trotzdem möchte der Mensch zu Gott transzendieren. Na, also er möchte das Göttliche erfahren. Na, Gott erfährt sich durch uns im Körper und wir haben die Möglichkeit, im Geist Gott zu erfahren. So einfach ist es in meiner Welt. Danke, 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 lieber Armin. Ja, Uta, magst du noch kurz teilen? Ja, ich sag gerne auch noch was. Und zwar, mein Schlüssel sind die Kinder und mein Schlüssel sind die Natur. Und die Kinder leider nicht so gerade, wie ich viele Kinder erlebe um mich rum. Ich wünsche mir für Kinder eine Zukunft, dass Kinder so lernen können und leben können, wie es aus ihnen herauskommt. Und da möchte ich mich dem einen oder anderen Vorredner anschließen damit, dass ich glaube, dass das alles irgendwie anders werden muss, wie wir Kinder erziehen, damit wir eben all das nicht in die Kinder hineinbringen und die Zellen verstopfen, um mit dem Helmut zu sprechen oder dem Armin gerade, sondern damit wir Möglichkeiten schaffen für Kinder, damit das, was Tolles in denen drin ist, in deren Natur, da raus kann. Und dafür möchte ich mich einsetzen oder setze ich mich ein. Danke, danke, danke. So, so wertvoll. Die Kinder, ja, dass sie ihr Original wirklich leben können. Und im Sauseschritt, bevor, Gerhard, haben wir noch die Zeit, ja, bevor der nächste Musiktitel kommt? Wer hat sich You Can't Always Get What You Want gewünscht? Wer das? Ah, die Beatrice. Ja, ja, machen wir noch jemanden. Ja, genau. Und noch im Studio hier ist Michael Stocker aus Andalusien, bevor der so der letzte wahrscheinlich Musiktitel jetzt hier in unserer Sendung Talk in Music stattfindet. Lieber, ja. Michael, im Sauseschritt. Dankeschön. Also,
Ich muss sagen, mein Schlüssel kommt so ganz aus der geistigen Welt, aber geführt durch meine Kinder, die halt schon sehr früh, praktisch ab Geburt, mich geführt haben, nachdem ich schon 25 Jahre lang intensiv meditiert hatte und sehr viel Wahrnehmung schon hatte. Und bin da geführt worden in eine Welt der Multidimensionalität und also von Ebenen, wo ich nur sagen kann, da redet so gut wie niemand darüber. Und also ich arbeite auf dieser multidimensionalen Ebene, wo das Menschliche, dieser ganze menschliche Erfahrungsraum, vielleicht 2 bis 5% sind und der Rest ist nochmal was ganz anderes. Und auf der Basis kann ich sagen, habe ich mir mein Lieblingsleben kreiert und das ist, dass ich anderen Menschen helfe, sich selbst wirklich zu finden und zu entfalten. Und das zum höchsten Wohl aller. Ja, so. Und das mein, danke, danke, danke. Dieser multidimensionale Zugang ist der Schlüssel. Bitte. Und wer Michael auch noch erleben möchte, auch am 18. Juni ist um 20 Uhr dann eine Meditation mit Michael Stocker. Genau. Und deine Frage ist immer, und woher nehme ich die Energie dafür, in die höheren Dimensionen zu kommen? Und dafür gibt es heute Abend von mir einen Selbsterfahrungskurs. Wo hole ich mir jetzt einfach mal die Energie? Und wenn ich sie mir einfach auch einfach so beschaffe von außen, um dann in innen mehr die Energie zu sammeln. Und in dem Sinne, lieber Gerhard, der nächste Music. Ja, genau. Ich möchte noch abschließend sagen, ich finde es so erfrischend, wie unterschiedlichst unsere Zugänge sind und unsere Weltbilder und auch alle deiner Sprecher. Also du hast ja insgesamt 35 Sprecher in deinem Kongress versammelt und das ist eine wunderschöne Auswahl. Und meine Damen und Herren, Sie schauen noch gerne rein auf die Webseite neuewegekongress.online. Da finden Sie auch den Zugang zu allen Sprechern noch jetzt und auch noch bis am 19. einen Tag verlängert. Also das Video auch nochmal cool. Machst einfach einen Tag länger drauf. Sehr schön. Und ja, ich sage vielen Dank auch an euch alle, dass ihr heute mit dabei wart, dass wir hier eine Stimme sein durften, hier mit Radio Soul für euch und eure Stimme hinaustragen durften in den Äther, wie ich so gerne sage. Christiane, auch danke. Und noch etwas zu dem Song The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Beatrice hat sich den Song gewünscht. Wie ist da der zweite? Da gibt es noch einen zweiten Teil des Satzes. Weißt du den? Wie geht es dann noch weiter? But you get what you need. Genau, but you get what you need. Das sollte man nicht vergessen. Das ist auch eine wichtige Aussage. Ich sage tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Get my fair share of abuse.
singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Radio Soul, the all-in-one solution for entertainment. Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul, deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show.